Obwohl sie sieht einfach recht, sie ist glaube ich fröhlich, oder? Es scheinen die Tomaten schon zu stimmen. Die sollen schon grün sein. Ich muss mir nochmal die Sachen anhören. Es geht ja um die Farbverschiedenheiten. Das, der eine kann das nicht sehen, der andere kann das nicht sehen und der andere mag diese. Ziel ist ja jetzt, dass die verschiedenen Früchte, also das, die können ja dies und das und jenes nicht sehen. Das heißt, wenn der eine keine Farbe, nicht die Farbe Rot sehen kann. Ach, egal. Wie schön, du bist wieder da. Spargelbecher! Schade. Ein baldiger Hunger. Rete sie vor. So, Farbblindheit. Spargelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er, wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? The fuck. Also wir müssen das jetzt so machen, dass die alle, dass die ihre Zutaten nicht sehen. Also zum Beispiel, der Drucki hat eine blaue Rotschwäche zum Beispiel und mag keine Tomaten. Das heißt, die Tomaten müssen dann schon mal grün werden, damit er die Tomaten nicht sieht, die er nicht essen will. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum das ist so ein Brainfuck. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Allerdings. Glumanda, schreibst du mit? Ich kann das nicht merken. Ach du Schande. Kissen. Okay, so hätten wir auch an. Okay, so kommen wir an ein grünes Kissen. Das hatten wir schon. Ich dachte, wir kommen an das blaue. Tja. Die Farbenblindheit. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ah, sie hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie hat eine grüne Mütze auf und gelbe Haare. Okay, das kann ich beschreiben. Sie hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Das ist schon mal offensichtlich. Vielleicht kann man sich das so merken. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen, wie wir alle. Kann sein, dass eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine. Also Droggy hat eine blau. Okay, das passt schon mal. Er hat eine blaue Schwäche. Das heißt, er hat schon etwas auf dem. Was ist das andere? Also, sie hat eine Grün-Gelb-Schwäche. Adrian hat Rot-Gelb. Okay, das könnte man sich so denken, dass sein. Ach, Glumanda schreibt mit. Aber also, er hat so ein bisschen roten Schimmer auf seinem Topf. Also zu gelbe. Er hat eine Rot-Gelb. Er hat Grün-Gelb. Sie hat Grün-Gelb. Er hat Blau. Was hat er? Also Blau hat er auf jeden Fall. Vielleicht kann man sich so merken. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Eine Grün-Blau-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Wieso hat der eine Grün-Blau-Schwäche? Ach so, er hat ein grünes Kissen. Er hatte vorher ein grünes Kissen. Das grüne Kissen weggeworfen und ein blaues Kissen. Ah, okay, so kann ich ihn merken. Also Droggy hat eine Grün-Blau-Schwäche. Sie hat eine Grün-Gelb-Schwäche, bei Haare und Mütze. Adrian hat eine Rot-Gelb-Schwäche, weil der Topf. Und wir merken uns jetzt noch den Peter. Nicht doch, du musst ihn verbieten, alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche, okay. Rot-Grün-Schwäche. Okay, seine Haare sind ein bisschen rötlich, er ist braun, aber Rot-Grün-Schwäche. Er mag sie nicht, deshalb hat er eine Grün-Schwäche. Rot-Grün-Schwäche. Okay, so kann ich es mir vielleicht merken mit den Eselsbrücken. Also, ich fasse nochmal zusammen. Adrian hat eine Rot-Gelb-Schwäche, weil er Topf. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche, weil er sie nicht mag. Und
rotbeinige Haare hat. Sie hat eine Grün-Gelb-Schwäche wegen den Haaren und der Frisur und Dingens Hut. Und er hat eine Grün-Blaue Schwäche, weil die quecksilten Ding. Dann müssen wir uns aber jetzt nur noch die Zutaten merken. Welche Zutat muss jetzt was werden? Na, vergiss eine Grün-Gelb-Schwäche, das ist Petra. Petra hat eine Grün-Gelb-Schwäche. Peter hat eine Grün-Rot-Schwäche, wegen Haare und er mag sie nicht. Drückebecher Grün-Blau und Adrian Rot-Gelb. Ich hoffe, das merke ich mir auch weiterhin. Die Zutaten müssen wir uns jetzt noch merken irgendwie. Ach du Schande. Ich guck mal erstmal nach den Zutaten. So, Rot-Gelb-Schwäche hat Adrian. Jetzt müsste ich wissen, welche Zutaten der nicht mag. Das ist Adrian. Nee. Das ist Adrian mag. Jetzt merke ich mir, jetzt ich versuch's Stück für Stück. Erstmal, was mag Adrian, was will Adrian nicht. Wie schön! Schade. Merkt ihr das? Lilly wollte nicht noch einen Streit. Zum Glück. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Okay, Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Er wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Das heißt, die Blaubeeren müssen grün werden. Nee. Rot oder gelb müssen die. Hat eine Rot-Gelb-Schwäche. Das heißt, Adrian Tomaten, aber keine Blaubeeren. Tomaten, aber keine Blaubeeren. Das heißt, die Blaubeeren müssen rot oder gelb werden, damit er sie nicht sieht. Damit, also er will Tomaten auf der... Also er kennt ja... Okay. Rot oder gelb. Die Beeren müssen... Ich mach sie mal gelb. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Okay, die Beeren müssen gelb werden. Tun wir sie mal auf die Pizza. Gelbe, blau. Ah, er ist schon fröhlich. Okay, er ist fröhlich, weil er hat die Tomaten, die haben wir. Und die Beeren sieht er nicht, weil er eine Rose-Gelb-Schwäche hat. Deswegen sieht er die nicht und ist zufrieden. Sie scheint auch schon einigermaßen zufrieden zu sein. Vielleicht noch nicht ganz, weil die muss noch. Also Petra hat eine Grün-Gelb-Schwäche. Und was mag die für Zutaten? Das ist ein Rätsel hier, das ist... So Stück für Stück jetzt Petra. Machen wir die als nächstes. Lilly wollte nicht zum... Adrian wollte Tomaten. Petra mochte Brokkoli, aber Brokkoli keine aber keine Tomaten. Tomaten. Brokkoli aber keine Tomaten. Brokkoli aber keine... Also hier muss ich ja gar nicht reingehen, kann ich auf den Flur machen. Nee, ich muss ja entfernen. Brokkoli, aber keine Tomaten. Tschüss, Domanda. Bis gleich. Achso, ist schon wieder. Ich habe gerade schon gelesen, dass er weg ist. Ist wieder da. Habe ich kaum mitgekriegt. So. Wie war das? Brokkoli, aber keine Tomaten. Brokkoli, aber keine Tomaten. Grüne Bananen. Gelbe. Brokkoli, aber keine Tomaten. Sie hat eine Grün-Gelb-Schwäche, das heißt, die Tomaten sind grün, die sieht sie nicht, die will sie auch nicht haben, das ist gut. Eine Brokkoli, die müssen wir rot färben, damit sie ihn sieht. Sie hat eine Rot-Gelb-Schwäche. Okay, muss der Brokkoli also rot werden, oder? Was sagte man dazu? Roter Brokkoli. Roter Brokkoli. Sehr gut, tun wir die auf die Pizza. Oh, und sie ist zufrieden. Also Adrian ist zufrieden und Petra ist zufrieden. Drückebecher ist jetzt ganz unzufrieden. Mhm. Müssen wir vielleicht doch noch was ändern. Drückebecher ist jetzt ganz unzufrieden. Was möchte der Drogi denn haben? Das wird noch giftiges. Wie schön! Du bist wieder... Schade. Rede sie.
So, was wollt ihr denn? Zum Glück. Adrian, Petra mochte Brokkoli. Droppelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Also Banane, aber kein. Also Banane, aber kein Brokkoli, oder? Wie schön. Wie war es noch gleich? Banane wieder haben. Zum Adrian, Petra, Droppelbecher hatte Hunger und Peter wünschte. Ach, jetzt hab ich's. Lilly zu Adrian wollte Petra, Droppelbecher hatte Hunger auf Banane. Banane, aber kein Brokkoli. Banane, aber kein Brokkoli. Okay, Banane, aber kein Brokkoli. Grüne Banane. Banane, aber kein Brokkoli. Eine Rot-Grün-Schwächer. Ne, eine Blau-Grün-Schwächer. Das heißt, der Brokkoli, er will die Banane, aber er will kein Brokkoli. Das ist die Banane. Banane muss rot. Rot werden, oder? Rot oder gelb muss die Banane werden. Gelb kann sie schon mal nicht sein, weil das ist in Natur. Gemäß, das hat ja nicht geklappt. Also muss die Banane rot werden. Falscher Raum. Die Bananen müssen rot werden. Dann muss aber das Brokkoli blaue werden. Was sagt man da, blaue? Und die Bananen müssen rot werden. Was sagte man, rote? Ist ein Brokkoli auf die Pizza? Blaue Brokkoli. Okay, das sieht gut aus. Und rote Bananen. Rote Bananen. Das sieht doch sehr gut aus. Ich muss jetzt nochmal gucken, was Peter so mag, aber das sieht auch happy aus. Eigentlich, sie, also Petra ist happy, Adrian ist happy, Droppelbecher ist happy. Eigentlich, ich schaue mir jetzt nochmal das letzte Rätsel an, was der Peter will. Da haben wir es ganz logisch gelöst. Einfach die Eselsbrücken, die waren ja auch ganz alle froh, würde ich sagen. Und wir reden nochmal mit dem. Ich bin mir nochmal sicher. Adrian wollte Tomaten. Petra mochte Droppelbecher, hatte Hunger und Peter wünschte sich Blaubeeren. Peter will Blaubeeren, aber keine Bananen. Blaubeeren, aber keine Bananen. So. Pizza. Blaubeeren, aber keine Bananen. Blau, gelbe. Blaubeeren, aber keine Bananen. Okay. Peter hatte eine Rot-Grün-Schwäche. Das heißt, Peter sieht die, also der. Was wollte Peter jetzt nochmal machen? Jetzt habe ich es vergessen. Der hat eine rot-grüne Schwäche. Also, er sieht die Tomaten und die Banane nicht. Banane wollte er nicht, Blaubeeren wollte er, oder? Dann müsste es doch passen, oder? Rote Bananen, grüne Tomaten, blauer Brokkoli, gelbe Blaubeeren. Sehr appetitlich. Na dann, ich hab Pizza für euch. Ah, die Pizza, wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll, ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Droppelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein? Es hat geklappt. In der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, jo, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde. Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Droppelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du mitspielen, Kleines? Du wirst mitspielen. Es macht einen riesen Alle sind Spaß. Happy, wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Droppelbecher! So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Natürlich. Oh. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder,
Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. Okay, dann reden wir doch mal mit deinem Bruder. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten.